Einen wunderschönen guten Tag, hier zum vierten Teil der Silvestervorfreude. Jetzt haben wir auch schon wieder das vierte Adventwochenende, die Zeit vergeht wirklich mega schnell. In nicht mal mehr 2 Wochen haben wir schon Silvester. Ey Leute, ich freue mich so übertrieben. Und bevor ich jetzt anfange, die Artikel hier vorzustellen, muss ich noch eins loswerden. Vielen, vielen Dank für 6.000 Abonnenten. Ja, in dieser Woche habe ich es geknackt. Die 6.000 Marke wurde geknackt. Ich habe mich tierisch gefreut und ich bedanke mich an jeden einzelnen Abonnenten. Es ist super, wie viele Leute meine Videos gucken und das motiviert mich einfach immer, hier die Videos weiter für euch zu machen. So, kommen wir jetzt mal zu den Artikeln. Dieses Mal sind dabei einige Artikel, die letztes Silvester zu meinen absoluten Lieblingsartikeln geworden sind. Die habe ich so extrem gerne gezündet und ich freue mich jetzt auch schon mal, die Silvester zu zünden. Einer davon ist zum Beispiel hier oben, fangen wir gleich mit denen an, der rote Corsair, der Mega-Pirat von Fire Event. Mega geiler Böller, wenn ihr den bekommen könnt, holt euch den. Hier sind 20 Stück in der Schachtel, 30 Gramm NEM. Das heißt, pro Stück haben wir 1,5 Gramm NEM. So sieht einer aus. Die sind wirklich mega gut verarbeitet. Das Einzige, was hier ein bisschen komisch ist, die Lunte ist extrem kurz. Aber trotzdem, die Dinger sind richtig gut. Das war der erste Knallartikel. Der zweite Knallartikel ist hier der Thunder Cube. Diesmal wieder wirklich gezündet. Sollte eigentlich schon im letzten Teil gezündet werden. Aber diesmal wirklich versprochen. Und noch ein Knallartikel, eine kleine Rarität. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und zwar der Thunder Cracker A von Komet. Toller Reibböller. Steinhart. Und aus Erfahrung sind die Teile wirklich immer sehr, sehr laut. Dann geht's hier weiter mit den Thunder Kong Double Demolition. Ich habe zwar nur noch die Verpackung von denen hier, aber ich habe leider nur noch einen aktuellen. Das ist ja die erste Charge, glaube ich, gewesen, Thunder Kong Double Demolition. Danach kam die aus der Knockout-Serie mit diesem Druck. Auf jeden Fall auch mega geiles Bombenrohr. Eins meiner absoluten Lieblingsartikel geworden, Moskitos von Leslie, sind mega geil. Kennen bestimmt auch schon viele von euch. 9 Gramm NEC für die Packung hier. Machen tierisch Spaß. Klasse 1 Sekte natürlich auch wieder dabei. Kristallfontänen von Leslie. Sehr, sehr schöne Klasse 1 Fontänen. 24 Gramm NEM. So sehen sie aus. Fontäne mit abschließend Crackling. Und noch eine Fontäne, und zwar von Pure Art, die Glitzerzauber. 36 Gramm NEM. Können dann eher schon fast als Klasse 1 Fontänen durchgehen, sind wirklich nur sehr kleine. Im Video testen wir mal die silberne. So, jetzt wisst ihr, worum es geht, was gezündet wird, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. So, und jetzt wirklich mal der Thunder Cube. Auch sehr laut. Der Moskito. Und gleich noch einen zweiten Moskito. Oh, die sind so schwierig aufzunehmen, weil die einfach so rasant aufsteigen. Aber geil, die Teile. So, die Kristallfontäne. Ich hoffe, die bleibt stehen. Ich kenne das, dass die immer umfallen. Diesmal alles funktioniert. Und da rollt er gerade weg, der Komet Thunder Cracker A. Er bleibt nicht stehen, das war mir klar. Auch sehr gut. Glitzerzauber in Silber vom Pyroart. Habe ich selbst noch nie gezündet.
Sehr schöner Effekt. Und der rote Corsair, mega geiler Böller. War nice. So, noch ein roter Corsair. Mega laut immer für die Größe, echt. Okay. So, Thunder Kong Double Demolition.